Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Spiel mit mir Kanal. Ich bin's, das Krümel Monster und herzlich willkommen zu meiner ersten Bugshow. Und ich bin nicht alleine, der Kahn ist heute auch da. Hey Leute, ich bin auch da, ja genau. Ja, ja, ist ja gut, Mensch. Immer willst du Aufmerksamkeit. So, aber heute haben wir einen ganz besonderen Gast, einen zweiten Koch, mit mir gemeinsam, weil Kahn, der kann nicht so gut kochen. Ja, danke Krümel Monster, vielen Dank. Ja, heute ist nicht. Und Kahn, der heißt nicht Fluffy, der heißt Slimy. Ja, tut mir leid, Leute. Letztens habe ich versehentlich unseren Monsterhund Fluffy genannt. Aber er heißt ja Slimy. Sorry. Wo ist denn Slimy eigentlich? Ich höre ihn schon, Hey, Slimy, komm mal her. Mir geht's auch gut, danke, danke. Wir wollen heute die Kekse mit dir machen, ist das in Ordnung? Ich interpretiere das mal als ein Ja. Gut, okay, wir werden heute tolle Kekse machen, die wir beide probieren werden. Und der Kahn, der wird uns heute auch helfen. Ist das in Ordnung, Kahn? Ja klar ist das in Ordnung. Ja, Slimy, hallo, ich rede gerade, das ist aber nicht sehr fair. Danke, mir geht's auch gut. Okay, dann wollen wir jetzt mal starten. Dann machen wir ganz tolle Knete jetzt und ganz tolle Play-Doh-Kekse. Auf geht's, ein Ofen ist auch da. Ja, Slimy, wir benutzen alle Farben, die wir hier vorne sehen. Und den Ofen auch. Du willst Schokolade, haben wir gerade nicht da. Ja, vielleicht beim nächsten Mal, Slimy. Ja, ich denke auch, wir sollten langsam starten. Okay, Krümel Monster? Alles klar. Gut, dann starten wir mal. Krümel Monster, welche Farben sollen wir denn als erstes nehmen? Vielleicht grün. Ja, okay, und? Gelb. Okay, die beiden Farben kannst du nehmen, Kahn. Okay, alles klar, dann starten wir vielleicht mal hier mit grün. Und wir benutzen heute wieder den Dessertzauber vom Play-Doh. Haben wir jetzt schon öfters benutzt. Und Krümel, hast du eben Playmobil eigentlich gesagt? Kann sein, aber ich meinte Play-Doh-Knete und auch Play-Doh-Kekse. Ja, genau. Ich weiß aber gar nicht, ob du das gesagt hast. Ich auch nicht. Ja, hast du es auch gehört? Ja, hier, Slimy sagt, du hast es gesagt. Kann sein. Okay, er ist sich auch nicht sicher. Okay, wir haben hier die Formen, wir haben den Teller und das pressen wir jetzt erstmal schön aus. So. Okidoki. Sehr, sehr gut. Dann packen wir hier vielleicht mal ein bisschen Gelb rein für die Füllung. So, das sieht mir aber noch nach zu wenig aus. Krümelmonster, wie wäre es mit ein bisschen roter Knete noch für ein paar Toppings? Ja, hört sich gut an. Findest du auch gut? Okay. Slimy findet's auch gut. Alles klar. Packen wir hier schon mal auf den Teller. So, und wir können jetzt hier mit dem Ofen oder hier, was auf dem Ofen drauf ist, auch noch ein paar Toppings machen. Vielleicht, wie gesagt, mit eher roter Knete. So, vielleicht hier eine Art Waffel. Oh, das soll eine Blume sein. Auch schön. So, das kann ja noch hier so drauf. Okay, damit hätten wir Keks Nummer 1. Wie viele Kekse wollen wir denn heute eigentlich machen? 4? Krümel Monster, 4? Ja, 4 ist okay. 2 für mich, 2 für Slimy. Und was ist mit mir? Ich will auch vielleicht... Nein, Knete will ich nicht. Ich will Kekse. Okay, ich hole dir gleich welche. Wir müssen also noch 3 Kekse machen. Das machen wir jetzt mal ganz schnell.
Slimy, Krümelmonster, die Kekse sind jetzt fast fertig, nur noch in den Ofen damit und dann könnt ihr endlich essen. Ja, Slimy freut sich natürlich. Krümelmonster, bereit? Was ist das für eine Frage? Natürlich bin ich bereit. Gut, okay, Slimy ein bisschen zurück. Ofen auf. Erster Keks kommt rein. Nein, so nicht. Packen wir das mal so da rein. Okay. Dort auch nur 3-4 Sekunden. Slimy? Slimy? Dachte schon. Nee, die Kekse brauchen 2-3-4 Sekunden. So. Keks Nummer 1 ist schon fertig. Ist das heiß. So, Keks Nummer 2 kommt jetzt rein. Guck mal, was habt ihr eigentlich die ganze Zeit gemacht? Ja, wir haben dich beobachtet. Ist, ja, okay. Habe ich es denn gut gemacht? Ja, danke, Slimy. Danke. So, Keks Nummer 2 ist jetzt auch fertig. Ist das heiß? So, Keks Nummer 3 kommt jetzt rein. So. Du. Alles gut, Slimy? Sind so viele Fliegen da. Also die esse ich nicht. Ja, musst du auch nicht. Okay, das war Keks Nummer 3. Das heißt, und der letzte Keks kommt jetzt rein. So. 1, 2, 3. Slimy. Oh. Na gut. Keks. Nummer 4 ist jetzt auch durch. So, und jetzt können wir es uns schmecken lassen. Oder ihr. Weil ich darf ja nicht essen. So. Krummelmonster. Dann komm mal her. Da bin ich. Und Slimy, wie sieht's bei dir aus? Slimy! Also das passt jetzt hier nicht hin, Slimy. Nein, es passt nicht hier hin, Slimy. Toilettenpapier haben wir noch. Aber ich gehe sicherheitshalber später noch was kaufen. Ist okay, Slimy. Danke fürs Bescheid geben. Dir auch guten Appetit. So, okay. Krümelmonster, du darfst als erstes. Wie schmeckt dir denn dieser Keks? Nom, 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 nom. Wow, hast du wieder super hinbekommen. Slimy, probier mal. Echt lecker, probier mal den anderen Keks. Gut, Slimy, du kommst jetzt mal hier hin. Warte doch mal, Mensch. So, lass ihn dir mal schmecken. Och, Slimy. Und wie schmeckt er? Ich merke, du hast Blähungen von dem Keks bekommen. Er schmeckt gut und die Blähung kommt nicht von da. Ah, okay, du hast gestern was Falsches gegessen. Gut, Slimy, setz dich mal hier hin. Krümelmonster, letzter Keks für dich. Wow, das war super heute. Danke, Khan. Eine tolle Backshow. Aber auch nur wegen mir und Slimy. Das findet Slimy wohl auch. Slimy, ich dachte, wir stehen hier zusammen. So, der ist für dich. Lass dir mal schmecken. Schmeckt der? Also der schmeckt echt super. Also das war echt lecker. Danke, Khan. Ja, kein Problem. Gerne. Vielleicht mal bei der nächsten Backshow mit euch gemeinsam oder wenn wir Süßigkeiten testen mit Slimy und Krümelmonster. Leute, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Slimy? Du. Okay, ich lasse dich in Ruhe. Krümelmonster, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja, genau. Leute, und nicht vergessen, wenn euch diese Backshow gefällt, einfach Kommentar schreiben. Wir sehen uns, Leute. Ciao.